zur Kenntnis, an dieser Kundgebung ist Maskenpflicht. Außer die, die besondere Gründe haben, insbesondere medizinische, sind ausgenommen. Ich habe im März schon öffentlich geschrieben, ich will endlich wissenschaftlich fundierte Daten, die die Massnahmen rechtfertigen. Ich werde nicht Ruhe geben, bis ich Antworten bekomme auf die kritischen Fragen. Und bis dato keine Antwort bekomme, also bleibe ich dran und ihr bleibt auch dran. Wir müssen kritische Fragen stellen und wir dürfen nicht aufhören, bis wir die entsprechenden Antworten bekommen. Aber jetzt seht ihr, was passiert, wenn Komiker, wenn ich oder wenn Alain Berset zur Macht kommen und aus ihren Witzen ernst machen. Die anderen Gäste dabei, man wird beschimpft, aufs Übelste verflucht. In der ganzen Presse, nach der Presse ist hier kein einziger normaler Mensch hier. Es gibt keine Menschen mehr, normale Menschen mit einer anderen Meinung. Wenn man nicht die offizielle Meinung vertritt, dann ist man da ganz, ganz verdächtig. Dann ist man irgendwie der übelste Gesell. Und es führt dazu, dass man als Mensch, wenn man schon nur keine Maske hat, als Mörder beschimpft wird. Man wird überall rausgejagt, davon gejagt. Also jetzt werden langsam aus Menschen Menschenfresser. Man hilft lange nicht mehr, sondern man hat Angst vor lang und man bekämpft lang. Das heisst, hier geht es nicht mehr um Masken, es geht nicht um ein Virus. Hier geht es um Gesellschaft und um ihre Freiheit.